So Leute, Strings ist wieder hier mit einem etwas älteren Spiel und ihr könnt das schon sehen. 4-1, nicht 2 und auch nicht 3. Es ist 4-1. Eines der, würde ich sagen, besten Spiele überhaupt. Also halt so ein Kultspiel. Und ich hab's mal wieder ausgepackt. Es liegt hier schon ziemlich lange rum, hab's lange nicht mehr gespielt. Und ich dachte mal, komm, das ist jetzt Zeit, dass ich wieder spiele. Und kann ich es auch gleich Let's Playen. Den meisten von euch wird das vielleicht was sagen, die 4-2 bei mir gesehen haben, auch wenn es nur wenige waren, wissen, was da ist. Kurz gesagt, das ist ein Horror-Thriller-Ego-Shooter. Das erklärt es ziemlich gut. Es ist ein Ego-Shooter mit Horror-Elementen, wo man sich fürchten soll und bla bla bla. Hat eine gute Story meiner Meinung nach und ja, komm. Es gibt genug zu schwafeln. Wir fangen einfach mal an. Habe jetzt mal einfach A gedrückt, normales Schwierigkeitsding. Ist ja egal. Hab's lange nicht mehr gespielt. Ich bezeichne es nicht als blind, weil ich die Story noch im Kopf habe. Und halt den Anfang, aber so ab Mission 2, 3. Ja, ein paar Sachen werde ich wiedererkennen, aber den größten Teil glaube ich nicht mehr, aber sagen wir halb blind. Das dürfte glaube ich passen. Es kommt erstmal so eine Cutscene. Im Jahr 2002 gründete die US-Armee eine geheime Einheit, die sich dem Kampf gegen paranormale Bedrohungen der nationalen Sicherheit widmete. Die Einheit bekam den Namen First Encounter Assault Recon, kurz 4. Sierra Entertainment präsentiert ein Monolith Productions Spiel. Ein kleines Mädchen. Ein Typ. Irgendwie am Meditieren. Angst, Furcht, auf Deutsch. Grafisch für ein 6 Jahre altes Spiel ganz okay. Erschien glaube ich 2005, bin mir nicht mehr ganz sicher. War damals, glaube ich, das beste PC-Spiel. Also des Jahres halt. War Game of the Year. Hat ein bisschen kantig, eckig und so, aber das ist ja normal. Trotzdem eine ziemlich starke Präsentation. So, da Musik und ja, halt die Bilder und so. Das war damals eigentlich schon ziemlich gut. Gut ist ja auch von Warner Brothers. Die wissen ja, wie das geht. Jetzt frisst der Typ einfach eine Leiche. Oh mein Gott. How scary. Intervall 1. Ich wecke Sie nur ungern, Senator, aber es geht um Origin. Was ist passiert? Es gab einen Aufstand. Vettel hat jetzt den Befehl über die Prototypen. Mein Gott. Wir können das nur noch diskret klären, aber wir müssen schnell sein. Oh, na gut. Na gut. Lassen Sie mich telefonieren. So, da sind wir nun. Der Irre heißt Paxton Vettel. Er ist der Schlüssel. Wenn wir ihn haben, ist alles klar. Der Kerl hat echt Kohldampf. Ich glaube, er hat einen Plan. Das ist keine reine Nahrungsaufnahme. Er tut das nicht zum Spaß. Was sonst? Kampffressen? Was steckt dahinter? Eigentum der Armacom Technology Corporation.
Die entwickeln dafür das Militär eine Armee von Klonen, die einem übersinnlich begabten Kommandanten gehorchen. Natürlich streng geheim. Vettel ist einer der Kommandanten. Sie nehmen mich ja wohl auf den Arm. Kein Wunder, dass uns keiner ernst nimmt. Militärische Klone? Ein ganzes Bataillon. Bestens ausgebildet und schwer bewaffnet. Ein Bataillon? Was sollen wir denn gegen 1000 Supersoldaten ausrichten? Wie schon gesagt, wir erledigen Vettel und das war's dann. Der Sinn des Programms ist, Kommandanten direkte Informationen über das Schlachtfeld zu geben, ohne sie dabei selbst in Gefahr zu bringen. Das bedeutet, wir müssten den Dreckskerl in die Ecke drängen können, ohne durch Soldaten zu warten. Wie finden wir ihn? Armekom hat ihm einen Sender in den Kopf gepflanzt. Der führt uns direkt zu ihm. Das ist ja sowas von praktisch. Angenommen, alles funktioniert, wie es soll. Was ist mit Ihnen? Sind Sie einsatzbereit? Aber sowas von... Ihnen in Einsatz? Sind Sie verrückt? Er ist erst vor einer Woche hergekommen. Ja, und jetzt? Wir haben seine Trainingswerte gesehen. Seine Reflexe sind extrem gut. Ja. Ich glaube, der kommt zurecht. Nein. Wie auch immer, Mann. Sie sind der Boss. Absolut richtig. Keine Sorge, alles wird gut. Dann mal los. Klar, alles gut. Was ist Ihre erste Erinnerung? Frühstück. Gott unter Menschen sein. Okay, wir haben Vettel in einem leerstehenden Gebäude davon entdeckt. Der Satellit zeigt keine Feindaktivität, aber lieber kein Risiko eingehen. Sagen Sie Bescheid. Also dann. Auto will ich auch, Mann. Eine hohe Alarmstufe wurde ausgelöst. Mission. Das Vier-Team hat sich zur Notfall-Einsatzbeschränkung zu melden, um die Situation zu besprechen. Sie wurden gerade als Frontmann zu deiner Einheit versetzt. Dies ist Ihr erster Einsatz bei 4. Suchen Sie das Gebiet nach Spuren von Paxton Vettel. Alles klar. Okay, Tür zu. So. Das Spiel beginnt hier. Neben einem Müllton, einem Wagen. Und, oh Gott, Steuerung ist ganz anders, als heutzutage die Shooter gesteuert werden. Erziehen, um die losen Blätter zu zerschießen. Okay. Nachladen ist immer noch X, okay. Ja, die Story klingt jetzt im Moment noch relativ simpel. Das ist irgendein Psychopath, der mit Telekinese Supersoldaten, so Klone, oha, voll dunkel, steuern kann. Und ja, den müssen wir suchen. Das Vier-Team ist ein Team, das sich... Hey Mann, wieso dauert das so lang? Ich bin am Erklären, Mann. Suche ich einen Weg drumherum. Ja, ja, ja. Okay, Jankowski. Wie schon gesagt, das Vier-Team kümmert sich halt um so paranormale... was ist das denn? Gesundheitsbooster. Episch. Ja, das Vier-Team kümmert sich halt um so paranormale Sachen, halt wie so Akte X-Scheiße. Nur halt mit fetten Knarren. Und, ja, jetzt suchen wir halt diesen Paxton. Vettel. Weil wenn wir den ausschalten können... Ja, das war schon mal so eine Art Vision. Immer wenn so Indifferenzen kommen, dann ist da irgendwas Paranormales. So wie das da. Warum bringen Sie mich hierher? Warum bringen Sie mich zurück? Jetzt hören wir Stimmen. Er hat die scheiß Tür zugemacht. Oh. Man kann deutlich erkennen, dass da irgendwas ist. Irgendetwas ist bei uns. Yep. Schöne Lichteffekte. Das ist dann die Moment mal. Na los. So, danke Lekowski. Jankowski, wie du heißt. Los! Dabei! Okay. Wow, what the fuck? Du wurdest hier geboren. Hat das Headset? Ich war dabei. Ich wurde hier geboren. Bin unterwegs. Wow. Offenbar kommen wir zu spät, Boss. Nur noch Reste. Das Signal des Senders kommt ganz aus der Nähe. Er muss hier irgendwo sein.
Tja, dann gehe ich mal nachschauen. Sehen Sie sich um. Alles klar. Da. Da war er jedenfalls. Wow. Noch passiert nichts viel. Noch ist es ziemlich ruhig. Wow. Voll in die Fresse. Jetzt achtet auf die epische Stimme von ihm. Der Name des Toten war Charles Haberger. Ich erinnere mich an ihn. Aber sind es meine Erinnerungen oder ihre? Ist ja auch egal. Er hat den Tod verdient. Sie haben alle den Tod verdient. Ja, wir haben mich jetzt K.O. geschlagen und mir irgendwas erzählt von wegen Erinnerungen. Komm, Cat, hier ist Mettmutter. Hoffentlich haben Sie Zeit. Wir haben einen Zwischenfall am Hafen. Was für einen Zwischenfall? Wir haben die gesuchten Soldaten gefunden, aber befehlen nicht anzugreifen, bis ihr Jungs euch umgesehen habt. Verstanden. Zwei Helis sind zu ihrer Position unterwegs. Sie müssten gleich Sichtkontakt haben. Wir sind bereit. Ja, Paxel ist jetzt verschwunden, den finde ich jetzt nicht mehr, also... failige Mission, schon am Anfang. Was meinst du? Hey, schon wieder da? Der wollte mich eben mit mir reden. Seid ihr Jungs endlich fertig? Der Tag fängt gerade erst an. Geht schon weiter, Jungs. Ich hab hier noch eine Weile zu tun. Das sieht doch voll episch aus, man. Das ist wieder so eine Art Erinnerung. Los, ihr sollt pressen! Ich wollte vergessen. Das ist eine Geburt. Ich wollte so sehr vergessen. Diese Männer sind der Heli. Bei diesem Einsatz bieten sie eine Verstärkung für unsere Einheit. Oh Mann, man hört ihn ja kaum. Ihre Aufgabe, die Art der Bedrohung analysieren. Unser Job, wir müssen sie am Leben halten. Der Feind wird nicht angegriffen. Vergiss nicht, wir haben es nicht mit normalen Gegnern zu tun. Team 1 rückt von Südwesten vor, Team 2 rückt von Norden vor. Ist die Aufklärung abgeschlossen, treffen wir uns und warten noch weitere Befehle. Okay, sattel die Hühner. Okay, Vettels Ortungssignal ging in Auburn verloren. Der Leichnam eines unbekannten Mannes wurde dort gefunden. Der Spionagesatellit Hannibal 3 zeigt eine Replikantenstreitmacht bei der South River Clare Anlage. Vier Agenten erkunden mit SSCG das Gebiet. Die technische Offizierin Yin Sun Kwon von 4 bleibt in Auburn. Ah, das war diese Frau vorhin, die da die Leiche untersucht hat.